Hey guys, it was a very close fight, Wladimir Klitschko and Joshua almost 90,000 people, and what can I say? Wladimir Klitschko is 41 years old, but he can still do it, man. It was a very close fight, and the last two or three rounds Joshua took over and starting attack Wladimir Klitschko, and that was the point, you know, because just to talk about power, punch power and fitness, both of them are on the same level. Each one of them can knock out the other boxer, but the last two or three rounds Wladimir Klitschko was not not effective enough, not aggressive enough, so Joshua took over and knocked him out. I wish Wladimir Klitschko would fight two or three more fights and maybe then retire, because still he have the power. Okay, that's all I have to say for now. And if you like, sub my channel here. It's about tanks, World of Tanks, and I have a powerlifting channel named Akko the Persian Killer. You can see me powerlifting there at my home gym. Okay, thank you. So let's see. Okay. Ja, für alle, die den Kampf gerade mitverfolgt haben. Boah, ich fand den Kampf ziemlich interessant. Ich hätte es mir ein bisschen langweiliger vorgestellt. War am Ende aber doch sehr interessant, also von daher. War ziemlich ziemlich eng. Die ersten 7-8 Runden war sehr, sehr ausgeglichen. Beide haben halt jeweils den anderen mindestens einmal zu Boden gebracht. Und ja, die Stelle, wo Wladimir dann am Ende noch hätte nachsetzen müssen, hat er halt ein bisschen verpasst, ne? Da ist er wieder ein bisschen passiv geworden und genau das hat den Sieg gekostet. Aber ich finde auf jeden Fall, Wladimir Klitschko hat noch Potenzial für mindestens ein, zwei Jahre, wenn er sich fit hält. Da kann er auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen. Also kann auf jeden Fall noch zwei, drei, vier gute Kämpfe liefern.
mindestens. Muss halt nur am Ball bleiben, obwohl er 41 ist. Ich verfolge übrigens die Klitschkos seit ungelogen, ja, wann ungefähr, ja, 98, 97 so ungefähr. Also seit ihrer Anfänge, als sie in Deutschland mit dem Boxen angefangen haben. Deswegen, ich habe früher auch, wo es noch kein YouTube gab, da habe ich auf VHS jeden Kampf aufgezeichnet. Ich war nachts immer wach, habe mir die Kämpfe reingezogen. Wer sich nicht so auskennt, zieht euch mal den Kampf Vitali, also vom älteren Bruder, zieht euch mal den Kampf Vitali Klitschko gegen Corey Sanders rein. Eines der heftigsten Kämpfe, die ihr jemals im Boxen gesehen habt. Vitali Klitschko versus Corey Sanders. Wirklich, da fliegen knallharte Fäuste. Also diesen Kampf, den empfehle ich jedem, der es noch nicht gesehen hat. Vitali Klitschko, nicht Wladimir, sondern Vitali Klitschko versus Corey Sanders. Diesen Kampf müsst ihr euch mal reinziehen. Wirklich die härtesten Schläge, die ich je im Boxen gesehen habe. Wie gesagt, wer sich nicht auskennt, diesen Kampf sollte jeder mal gesehen haben. Vitali Klitschko versus Corey Sanders. Du kannst wirklich, obwohl das nur eine Kamera ist, du kannst durch die Kamera hören, wie stark die Schläge sind, die von Vitali Klitschko im Gesicht von Corey Sanders landen. Eines der härtesten Schlachten, die ich je gesehen habe. Vorgeschichte dazu ist, Wladimir Klitschko, also der jüngere Bruder, wurde von Corey Sanders ausgenockt. Und der ältere Bruder Vitali Klitschko hat dann einen Kampf gehabt gegen denselben, also gegen Corey Sanders. Und man hat richtig gemerkt, dass Vitali seinen jüngeren Bruder sozusagen rächen will. Und der hat, also Vitali Klitschko hat Corey Sanders im Ring wirklich vermöbelt, kann man sagen. Der hat den richtig auseinandergenommen. Die härtesten Schläge, die ich je im Boxen gesehen habe. Unbedingt mal reinziehen. Warum geht die Maus jetzt da alleine angreifen? Ey, was ist denn mit der kaputt? Ey, geh mir aus der Sonne mit deinem Leo da vorne, Mann!
Gott, der allmächtige Junge. Ey, jetzt musste ich so weit rausfahren wegen dem Leo, weil er sich vor meine Kanone gestellt hat, dass ich da voll fett kassiert habe, ey. Nee, 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 hinterlistig da dran, gib es nicht. Einzig Gute ist, dass man die Rap-Kits mehrfach benutzen kann. Ja, da kannst du deinen kaputten Motor wieder reparieren. Verkacken wir das jetzt gerade echt. Ja, wir verkacken das gerade übrigens. Wir verkacken das eiskalt. Weil der FV hier hinten steht, anstatt zu schießen, Alter. Gott, der Allmächtige, ey. Ja, geht aber jetzt nicht nach Nahkampf. Oh, seit wann bounce denn irgendwas an Leo 1? Er ist ja mal was ganz Nice. Gott, der Allmächtige.
mal gucken, was der hier veranstaltet. Guck mal, diese IS4 und diese Maus waren voneinander getrennt, ne? Je länger der wartet, desto eher kommen die beiden wieder zusammen, dann hat er erst recht keine Chance. Ich weiß gar nicht, warum der jetzt um die halbe Weltkugel verreist, bevor der da irgendwas macht. Das sind zwei langsame Heavys, da musst du halt einen isolieren und dann rausnehmen, weil du dann eh schneller nachlädst. Ja, jetzt fährt er da rein, natürlich sind da zwei Panzer und dann kriegt er jetzt doppelte 500er Kellen und dann ist er natürlich sofort tot. Das bringt ja null, das kann ich euch jetzt schon voraussagen. Oh. Und tschüss. Weißt du, der hatte da Zeit ohne Ende, einen rauszunehmen, so stattdessen, so fährt er um die halbe Weltkugel so erstmal. Das bringt ja null. Gucken wir mal in der Auswertung, wer, wo, wie, was, warum. Jetzt mal im Ernst, ne? So, weil jeder sagt, ja, guck doch mal, du hast selber Scheiße gebaut. Pass mal auf, diese vier da zum Beispiel, ne? Zusammen. Das sind vier Zehnerpanzer, ne? Mit dicksten Kanonen. Na, ja, was soll ich euch sagen, Mann? Da hast du zwei E100, ein Type 5 und einer IS-7, die noch nicht mal 800, 900 Damage zusammenkriegen. Das ist doch... Ja, Dings, du bist nicht ganz alleine, aber ich habe ja einige Leute gesperrt, weil die Unsinn im Chat geschrieben haben. Deswegen können die auch nichts mehr kommentieren. Es kommt davon, wenn man da permanent Scheiße im Chat schreibt, ne? Da wird man irgendwann vom Akku gesperrt und dann kann man gar nichts mehr schreiben. So ist das Leben, ne? Diese Chat-Funktion ist ja, Kritik ist ja schön und gut, aber wer permanent nur negative Scheiße da reinschreibt, meint, der kann sich hier alles erlauben. Und dann machen die sich irgendwelche neuen Accounts, dann labern die wieder Scheiße, dann sperre ich die wieder, weißt du? Das ist doch eine ganz einfache Kiste. Das machen wir dann so lange, bis die irgendwann begreifen, dass der Chat hier nicht dafür da ist, die eigene Frustration im Leben auszukosten, so, oder auszuleben. Wenn man frustriert ist, so, dann muss man gucken, dass man im Leben irgendwas ändert und nicht irgendwie anfängt, sinnlos irgendwelche Leute zu beleidigen oder zu haten oder sonst irgendwas. Wir haben halt keinen Spotter, ne? Unsere Badjets sind zu blöd, mal hier in der Mitte zu spotten. Die machen halt den Lemming Train des Todes da hinten. Der hier kassiert und kassiert. Das ist so geil. Alles klar. Ja, das kommt davon, wenn du Badjet und Leopard 1 hast, die zu blöd zum Scouten sind, ne? Das sind die einzigen, die hier irgendwas spotten können, aber da sind die halt zu blöd dafür. Dann kassieren halt die Heavies, ne? Weil die zu blöd sind.
Tja, so einfach verliert man HPs. Guck mal, wie die da hinten alle gammeln. Guck mal, wie keiner spottet. Hallo. Hier, guck mal, helfen. Teamwork. Das war's für uns. Raus hier. Was ein Haufen sinnloser Menschen, Alter. Da fahren die schon Batchet und Leopard 1. Ey, ich habe genug Videos auf dieser Map, ne? Da mache ich 6, 7, 8000 Spot Damage, weißt du? Da fahren die schon Leopard und Batchet 1. Da sind die halt zu doof, irgendwo hinzufahren, um dem Team mal irgendwie Spot zu bringen, Alter. Es wird wieder Zeit, mal hier die Batchet auszupacken, ey. So tief in der Nacht damit langsam Panzern zu fahren, ey, das bringt's ja voll nicht. Unfassbar einfach. Da sind wir schon auf einer offenen Map, weißt du? Ja, du kannst mitfahren, wenn du 10er-Panzer hast. Beziehungsweise 9er, weil ich muss den T-49er ein bisschen leveln. Also wenn du 9er und 10er hast, dann kannst du gerne mitfahren. Schreib mir dann jetzt in-game, dass du mitfahren willst. Gebe ich die TS-Adresse, ziehe ich dich runter. Kannst du mitfahren. Ja, so spottet man, weißt du? Wenn man Batchet spielt oder Leopard 1 und keine Ahnung was. Man spottet und dann kann das Team drauf einwirken, ne? Wenn man zu blöd ist, Batchet zu fahren, kann man das auch direkt sein lassen. Spotten, Damage machen, Kills machen. Ne? Nicht da mit der Batchet irgendwo da hinten gammeln und dann zugucken, wie deine ganzen Panzer auf die Fresse kriegen. Ja, Jungs, wie wär's da drüben, hier, Arti versetzen, wie wär's? Der steht da und wartet auf seinen Tod mit seiner Arti, Alter. Was ist denn mit euch kaputt? Wieso kann man mit der Arti nicht wegfahren, wenn da Gegner kommen?
Das ist so geil. Ja, was bleibst du denn da unten stehen mit deinem weichen Panzer, Mann? Gott, warum bleibt man denn mit so einem weichen Panzer da stehen? Gott, ist das dein Ernst? LOL. Ey, was machen die da? Was machen die da? So, das sind Artis. Ja, ey, wir werden eh jetzt von allen Seiten gesandwiched, von daher. So oder so. Niederlage, Niederlage. Oh, geht ja mal richtig ab hier heute, weil. Schon wieder Wochenendstimmung hier angesagt. Achtung. Gucken wir mal kurz. Budget 25 Tonnen. Bitteschön, Platz 1. IS-7, 0 Damage. Ja, wie schon gehabt. Top-Tier Heavy mit 0 Damage. Ey, das, hier, einmal geschossen, einmal getroffen, 0 Damage. Und danach gestorben. Ne? Da weißt du, wo der Frosch die Locken hat.
frontal auf die drauf kann man jetzt eh nicht mit den weichen Panzern. Tja, unsere ganzen Heavys sind an die Front gefahren, um zu sterben, mal wieder. Die konnten nicht an der Base stehen bleiben und unsere Wanne verstecken, Gegner kommen lassen. Nö, die sind da voll auf die Gegner drauf gepusht, sind da weggestorben. Herzlichen Glückwunsch. Vor allen Dingen ist das Matchmaking ja mal noch beschissener geworden, als es eh schon war. Also das neue Matchmaking, Alter, kannst du so in die Tonne kloppen. Kommst nur noch in so 10er-Gefechten raus. Dann auf so einer Karte kriegst du so weiche Panzer, wo du nichts mit anfangen kannst. Wenn du an die Front fährst, stirbst du. Wenn du stehen bleibst, stirbst du. Egal was du machst, hast du das verkackt. Ganz egal was du machst, du hast verkackt. Wisst ihr, was das Lustige ist? Der ein oder andere Hater würde jetzt sagen, du hast zu viel gecampt. Habt ihr die Gegner irgendwo pushen sehen? Ich nicht. Die sind schön hinten stehen geblieben, haben die Gegner kommen lassen und haben sie weggeraucht. Nicht so unsere. Unsere sind an die Front, haben sich wahrscheinlich von den ganzen dicken Zehnern und TDs auseinandernehmen lassen. Die Gegner standen natürlich hull down, untere Wanne versteckt, angeschrägt und haben auf uns gewartet. Ja, mit so einer weichen Panzerung wie Badget kannst du eh nicht an die Front. Das heißt, indem deine Leute da alle wegsterben, so bist du verdammt, das Spiel zu verlieren. Gibt ja auch keine Artis, die helfen könnten, von daher...
Siehst du? Jetzt kann der mit seiner Badget schön abräumen. Weil alle anderen sind nicht weggestorben. Jetzt hat er Unterstützung. Kann jetzt hier so eine Pirouette drehen so und dann schön am Ende noch absahen. Genau das gleiche hatte ich auch vor, aber unsere Leute sind ja alle an die Front. Hier, schon wieder. 2 E100, T62, E5. Kaum Damage hier. 4, 5 Stück. Die alle zusammen könnten locker doppelt so viel Damage machen oder dreimal, wenn die nicht an die Front fahren und sterben, so, ne? Ja, super Matchmaking, ne? Kommst mit dem 10er Mates dauernd auf Stadtmaps raus, ne? Wahrscheinlich würde ich jetzt ein E3 nehmen oder sonst was, würde ich auf Malinowka mit 3 Artis rauskommen. Also Matchmaking-mäßig hat sich nichts geändert, meiner Meinung nach. Sogar schlimmer geworden. Und das Schlimmste an einem neuen ist, dass du nicht mal 8er und 10er Panzer kombinieren kannst. Ich meine, der größte Bullshit ever. Du darfst nicht mal einen 8er und 10er Panzer zusammen mixen. Geschweige denn 9er und 10er, erst recht nicht, ey. Seltsame Dinge, die da abgehen bei Wargaming, Alter. Wer hat denn da bitte vorgeschlagen, dass man 8er und 10er Panzer nicht miteinander im Platoon kombinieren kann? Also den Typen hätte ich gern mal kennengelernt. Was da in dem sein Schädel vorgegangen ist. Was ein Schwachsinn, ne? Ehrlich jetzt. 2er, 1er Panzer mit 10er Panzern, okay. Da haben wir die sogar drum gebeten, aber 8er und 9er dürfen nicht mit 10er kombiniert werden. Ey, so ein Schwachsinn. Wirklich so ein Schwachsinn. Gar nicht in Worte zu fassen. Ja, dreimal dürft ihr raten, die Runde ist auch verloren, ne?
wieder null Struktur hier drin, ey. Ich gehe mal in Reload. Ach Gott, ey. Ja, dürfte ich eventuell mal Hilfe haben von meinen Teamkollegen? Oder ist da zu viel verlangt? Ja, alles klar. Bleib halt da hinten stehen, so ist kein Problem. Wozu denn helfen? Ja. Fahr halt alleine mit deinem Pimmelskorpion da in die Gegnerbase rein, weißt du? Das macht natürlich Sinn. Hallo. Ja, der war ein bisschen... Das war ein bisschen zu passiv, was der da am Ende gemacht hat, der Klitschko. Ja, der hätte am Ende die letzten 2-3 Runden hätte er mal richtig Gas geben müssen, damit er... Man hat ja gesehen, sobald der Klitschko Gas gegeben hat, hat der andere so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, ne? Dementsprechend verstehe ich nicht, warum der dann am Ende so passiv war. Man darf nicht direkt von Anfang... Also ich bin jetzt kein Boxexperte, aber ich habe mir schon... Also ich gucke mir Boxkämpfe an seit... Lass mich nicht lügen...
Anfang der 90er, als ich ein kleiner Junge war. Mein Onkel hat dann nachts die Kämpfe von Mike Tyson live in der Glotze sich reingezogen. Ja, wie wär's? Da sind Ziele auf, Jungs. Oh, cool. Wenigstens der ist gestorben. Mache ich hier den Spot Damage des Jahrtausends oder was? Dicker, ich habe jetzt schon 3600 Spot Damage. Selbst wenn ich jetzt sterben würde, habe ich meine Aufgabe schon erfüllt. Nur 4000 Spot. Die Arti will mich. Die Arti will mich.
Oh, da habe ich noch einen aufgemacht. Haha. Ja, der kassiert. Ja, habe ich am Ende doch noch ein bisschen was gemacht. Das sind über 5000 Spot Damage. Also wenn das nicht für den Sieg reicht, dann weiß ich auch nicht. Ja, unsere Arti ist mal wieder ein bisschen zu blöd, um da nicht alleine rechts rumzustehen. Deswegen wird er auch gleich sterben. Alter, wie der einfach zu blöd ist, um hier wegzufahren, ne? Der bleibt da eiskalt stehen. Der ist zu blöd, um hier wegzufahren. Der hat eine Lorraine-Art, jetzt wird der hier rausgenommen. Der ist Tatsache zu blöd. Was versucht er da? Was wird das? Achtung, die Arti nimmt den jetzt raus. Bam. Der Typ ist zu blöd. Der ist Tatsache zu blöd. Das ist ein Bot. Der ist da stehen geblieben, eiskalt. Der hatte alle Zeit der Welt hier wegzufahren, ne? Der Ferdinand ist auch AFK. Guck mal, wie der hat noch nicht verstanden, wie man einen Busch benutzt, ne? Der steht außerhalb des Busches. Wenn da einer drüber fährt, ist der Erste, der aufgeht und stirbt. Der müsste komplett mit seinem Panzer im Busch rein, Vorderseite vor allen Dingen verstecken, damit die, wenn die darüber fahren, den nicht sehen. Aber der checkt das nicht. Alles klar, Jungs, wir verlieren die Runde. Nee, den 10er Light der Amis habe ich bald. Jungs, vielen Dank fürs Zugucken. Ich glaube, das reicht. Ey. Hier sind zu viele Bots unterwegs. Wir sehen uns morgen, ja? Bis dann.